Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Sehr geehrter Dr. Stamp, die Rede gerade war ja schon versöhnlicher als der Antragstext. Ja, als ich ihn zuerst durchgelesen habe, da habe ich mir gedacht, die Verwaltung hätte sich vertan und die falschen Antragsteller drauf geschrieben, nämlich die CDU anstatt Sie. Sie suggerieren, dass die Behörden nichts oder zumindest zu wenig tun würden. Wissen Sie, ich will das Problem nicht kleinreden. Also es gibt eine Gefahr, darüber sind wir uns hier, denke ich mal, alle einig. Wir reden hier von ca. 1500 salafistischen Extremisten in NRW, ich glaube ca. 4500 bundesweit aktuell. Da können wir nicht wegsehen, wir können nicht sagen, das Problem wird sich von alleine lösen, also auf keinen Fall. Wenn ich mir aber beispielsweise im Vergleich dazu mal die Zahlen von Rechtsextremisten anschaue, die aktuell über ein Personenpotenzial von ca. 20.000 Personen verfügen und sogar schon vor einigen Jahrzehnten noch über ein Vielfaches davon verfügt haben, die in Parlamenten sitzen und die, was das Gewaltpotenzial angeht, den salafistischen Extremisten sicherlich in nichts nachstehen, die es trotz alledem seit Jahren nicht geschafft haben, die freiheitlich-demokratische Grundordnung abzuschaffen, dann kann man bei einer vergleichsweise kleinen Zahl von salafistischen Extremisten aktuell sicherlich nicht behaupten, die Behörden würden das Risiko unterschätzen und zu wenig dagegen tun. Das ist zumindest im repressiven Bereich meiner Ansicht nach nicht der Fall, denn die Methoden in beiden Bereichen, die sind ja im Prinzip dieselben, um das zu verhindern. Und eines muss ich unserem Innenminister erlassen, Repression kann er. Aber wissen Sie, was neben diesen ganzen Tätigkeiten der Behörden auch entscheidend dazu beigetragen hat, dass der Rechtsextremismus in Deutschland nie so richtig Fuß fassen konnte und die Zahlen ja seit Jahren sogar rückläufig sind? Ganz einfach, das war die Sensibilisierung der Gesellschaft für dieses Thema durch präventive Maßnahmen. Es gibt Aussteigerprogramme. Das Thema wird auf den Schulen rauf und runter diskutiert. Es gibt finanzielle Hilfen für Sozialarbeiter, für Hilfsorganisationen in diesem Bereich. Die Medien machen entsprechend darauf aufmerksam und so weiter und so fort. Und gerade bei einem Thema wie dem Salafismus, der nun mal eine vergleichsweise neue Erscheinung ist und gerade in den Anfängen steckt, wären mehr präventive Maßnahmen das richtige Mittel, damit sich junge Menschen gar nicht erst radikalisieren. Warum werden junge Menschen denn überhaupt so? Es hat doch einen Grund, dass sie so werden. Und genau da müssen wir gerade jetzt während den Anfängen ansetzen. Aber zur Prävention, und das hat Frau Schäfer richtigerweise erwähnt, und ich glaube, Herr Köfkes auch, steht in Ihrem Antrag nicht ein einziges Wort. Sie haben es gerade in Ihrer Rede erwähnt, das will ich Ihnen lassen. Haben Sie? Ja, aber wir stimmen hier nicht über Reden ab, sondern wir stimmen über Ihre Anträge ab. Und da steht nicht ein einziges Wort drin. So einfach ist das. Ja, nicht ein einziges Wort über Repression. Glauben Sie, da kommt noch was? Nein, im Gegensatz. Sie wollen nur Repressionen und Sie wollen sogar noch die Stärkung des Verfassungsschutzes. Na klar, den Geheimdienst noch mehr Befugnisse geben. Das sind genau die Forderungen, die ich mir von einer liberalen Partei wünsche. Lassen Sie mich zum Schluss noch ein, zwei Worte zu Ihren Verbotsforderungen verlieren. Sie haben ja gerade auch gesagt, es würde nichts getan, was Verbote angeht. Tatsächlich gab es bundesweit bereits einige Versuche, derartige Veranstaltungen zu verbieten. Das wurde von den Gerichten aber bisher immer abgelehnt. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Verwaltungsgericht Bremen, Beschluss vom 30.05.2014, dann einen Tag später Oberverwaltungsgericht Bremen. Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, Beschluss vom 4.09.2013, um Nummer 3 zu nehmen. Und bei all diesen Entscheidungen möchte ich ausdrücklich nicht den Gerichten den schwarzen Peter zuschieben und sagen, die sind schuld, dass Salafisten ihre Veranstaltungen durchführen können. Natürlich nicht. Die machen das, weil es die Grundrechte so vorsehen. Und sie stützen sich dabei auf Urteile des Bundesverfassungsgerichtes, die völlig zu Recht existieren, weil eben auf solchen Veranstaltungen eben gerade keine Straftaten verübt werden, wie Sie es in Ihrem Antragstext ausführen. Und weil die Wahrung der Grundrechte zur Wahrung der Demokratie nun mal essentiell wichtig ist. Und jetzt kommen Sie als liberale Partei und wollen das ändern laut Ihrem Antragstext. Also ich sage mal vielen Dank.